Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, zu einem neuen Video und heute erfährst du, wie du besser zielst beim Darts mit ein paar einfachen Hilfsmitteln, die du dafür verwenden kannst, damit du so ein bisschen eine Hilfe hast beim Zielen. Deswegen bleib bis zum Ende dran. Perfekten Dartpfeil findest du auf mydartpfeil.com. Tipp Nummer 1. Spanne einen Faden oder in unserem Fall eine Kette über das 20er Segment. Ich zeig dir das mal ganz kurz. Du kannst zum Beispiel hier einfach einen Barrel nehmen, hängst den hier oben über die 20 und einfach damit das Ganze ein bisschen Spannung hat, können wir hier unten auch nochmal einen Barrel fokussieren. So, wir haben jetzt hier eine schöne Linie über das 20er Segment. Wir haben es geteilt und das bedeutet letztendlich, dass wir jetzt 100 Würfe auf dieses Feld werfen können und uns eine Strichliste führen, ob ich öfters links oder rechts getroffen habe. Was hilft diese Kette jetzt am Ende? Einerseits hilft dir die Kette, dass du so einen gewissen Kontrast hast zur Dartscheibe. Das heißt, dein Auge kann generell das Feld besser anvisieren. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch ein bisschen herausfinden, hey, stehst du falsch am Oki? Also stehst du lieber ein bisschen weiter zu links oder ein bisschen weiter rechts? Und in dem Fall kannst du es dann messen, wenn du 100 Würfe auf dieses Feld wirfst und dann mal vergleichst, wie oft die Pfeile links oder rechts von der Kette eingeschlagen sind. Und damit kannst du eigentlich messen, wie viele Pfeile am Ende links oder weiter rechts eingeschlagen sind. Du kannst dich dementsprechend so ein bisschen am Oki umstellen. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 beinhaltet diesen Punkt, den du bei jeder MyDartPfeil-Bestellung bei uns im Online-Shop gratis mit dazu bekommst. Der hängt irgendwo auf deiner Produktverpackung, den kannst du ablösen und dann kannst du den ganz einfach beispielsweise auf deinem Bullseye positionieren. Der ist ein bisschen größer als das tatsächliche Bullseye, ganz bewusst, weil jetzt hast du einen schönen Kontrastpunkt, um, sage ich mal, dein Auge darauf zu fixieren, diesen Punkt zu treffen. Das ist deutlich einfacher für dein Auge, als wenn du jetzt das klassische Bullseye nimmst. Das sollte man natürlich nur am Anfang verwenden oder in den Trainingssessions, weil im echten Spiel hast du das nicht. Aber es ist eine ganz gute Übung und dein Auge kann einfach viel besser diesen Punkt anvisieren. So, 3 Treffer waren es. Natürlich ist der Punkt irgendwann kaputt. Es soll auch, wie gesagt, nur eine Brücke sein, um dir zu helfen, irgendwie dein Auge besser auf die Segmente zu fokussieren. Und damit kommen wir auch schon zum 3. Tipp, denn der hat auch damit zu tun. Dafür brauchst du gar kein Hilfsmittel und es soll dir auch generell helfen in der Zukunft. Beispielsweise bist du auf einem Darts-Turnier und du stehst auf dem entscheidenden Doppel und suchst dir irgendwie einen Hilfepunkt, um das Doppelfeld richtig anzuvisieren. Und da gibt es 2 Elemente, die du dabei beachten kannst. Zum einen sind das beispielsweise Sisalfasern. Gehen wir mal zum Beispiel hier drauf. Das ist eine Sisalfaser, die kommt hier so aus dem Board raus. Die kann man auch so rauszupfen, sieht man hier ganz schön. Und die fallen halt mit der Zeit einfach raus, umso mehr Darts du natürlich spielst. Das kann zum Beispiel einmal irgendwie ein Hilfepunkt sein für dein Auge. Visiere einfach nur diese einzelne Sisalfaser an und die Chance ist deutlich höher, dass du am Ende das gesamte Feld triffst. Das zweite Element sind vorhandene Einschlagslöcher, gerade bei Doppelfeldern. Nehmen wir zum Beispiel mal hier. Zum Beispiel hier die Doppel-11. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Einschlagsloch von einem vorherigen Dartpfeil. Auch wenn du dieses jetzt anvisierst, ist die Chance deutlich höher, dass du dieses Feld am Ende triffst und dein Auge kann sich einfach viel besser hierauf einstellen. So, das waren jetzt erstmal 3 Tipps für dich. Gerne mal ausprobieren zu Hause, viel Spaß dabei. Ansonsten hilft es natürlich auch herauszufinden, was ist dein dominantes Auge. Dazu haben wir dir schon ein extra Video gemacht. Einfach bei YouTube eingeben, dominantes Auge Darts. Da kommt so ein kleines Short, was wir für dich vorbereitet haben. Auch das kann dir nochmal helfen, irgendwie deinen Zielen beim Darts zu verbessern. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Erfolg, good Darts. Freue mich über dein Abo und natürlich dein Like, wenn du Fragen hast, unten in die Kommentare rein damit und dann beantworten wir die ganz schnell. Und in dem Sinne, good Darts!